Hallo Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Ich zeige euch heute, wie ihr in Red Dead Redemption 2 als Sheriff unterwegs sein könnt. Es ist ganz leicht zum Installieren, dauert nicht lang und ja, macht einfach voll viel Spaß in Red Dead Redemption auch als Polizist unterwegs zu sein. So, das erste, was ihr gleich mal machen müsst, ist einfach Google aufmachen. Und dann gebt ihr in der Suchleiste MODRDR ein oder gibt es direkt mod-rdr.com ein und dann kommt ihr auf diese Seite. Bei mir übersetzt es jetzt immer auf Deutsch. RDR First Response heißt das Ganze. Wenn ihr nicht gleich auf dieser ersten Seite seid, so wie ich jetzt, und da den Download-Button habt, dann geht es einmal hier oben auf Downloads auf RDR-FR. Und dann habt ihr hier, ja, da steht normalerweise RDR First Response. Da klickt ihr drauf. Ihr müsst euch auf jeden Fall noch anmelden vorher. Ohne anmelden könnt ihr das anscheinend nicht runterladen. Hat zumindest bei mir nicht funktioniert. Wenn ihr das gemacht habt, dann einfach auf Download das File gehen oder Datei herunterladen. Dann seht ihr, es wird schon runtergeladen, es ist eine kleine Datei, also schnell heruntergeladen. Dann geht es einfach gleich auf im Ordner anzeigen. Ich habe es jetzt doppelt runtergeladen, ich habe es vorher schon ausprobiert. Dann geht es ja rechte Maustaste mit 7-Zip Extract Files oder was ihr auch immer habt zum Entpacken. Macht dann das auf, das schaut dann so aus. Diese Dateien sind dann da alle drin, es ist auch eine Rage Plugin Hook drin, also über die wird das Ganze dann wieder gestartet. So, als nächstes brauchen wir dann den Dateipfad des Spieles, also das solltet ihr zumindest wissen, bei mir, wo das Spiel gespeichert ist, meine ich, bei mir ist es unter Games, auf der Games Festplatte, unter Steam Bibliothek, Steam Apps, Common, und da habe ich dann Red Dead Redemption 2 drinnen. Ich würde euch das empfehlen, so wie ich gemacht habe, einfach die Originaldatei hernehmen, kopieren und dann nochmal einfügen. Dann wird das alles kopiert, eingefügt und heißt dann, glaube ich, eh gleich Kopie. Somit habt ihr immer gleich ein Backup. Ich erstelle mir immer gleich 3 Stück. Einfach als Original, da wird nichts verändert, da wird nie was gemacht. Dann eins für die Mods, für LSPDFA, also in dem Fall jetzt RDRFR. Und eine Kopiedatei einfach dafür, falls die einmal beschädigt sein sollte und die, dass ich dann noch ein Backup habe. Die, wie gesagt, die Original verende ich nie, aber es kann halt, wie gesagt, immer irgendwas passieren, deswegen habe ich es doppelt abgesichert. Gut, wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr in den Ordner rein, wo ihr die Mod installieren wollt. Nehmt den anderen Ordner her, wo ihr das runtergeladen habt, markiert alles und schiebt es in den Red Dead Redemption 2 Ordner rein. Bei mir ist das jetzt alles schon drinnen, mache jetzt aber trotzdem Datei im Ziel ersetzen. Ja, Leute, das war's. Mehr ist es nicht. Das war's. Ihr könnt das Spiel jetzt starten. Beim Starten würde ich euch empfehlen, zuerst das Spiel starten, dann startet sich der Rockstar Launcher, da dann ein bisschen abwarten und dann erst die Rage Plugin Hook vom Red Dead Redemption 2 Ordner starten. Also wie gesagt, ich warte immer ein bisschen ab, bis der ein bisschen geladen hat. Und dann, ja, so nach, wenn ich 10-15 Sekunden nach Gefühl halt, starte ich dann die Rage Plugin Hook. Schaut dann so aus, da klickt ihr auf OK, dann geht dieses Fenster auf, drückt auf Accept und dann beim nächsten Fenster, da schaut ihr einfach mal bei den Plugins, ob Load All Plugins on Startup steht. Wenn das steht, einfach auf Save und Launch. Und jetzt startet er über die Rage Plugin Hook das Spiel. Dieses Fenster braucht euch nicht interessieren. Einfach ins Spiel reinklicken, warten bis es geladen hat und dann könnt ihr, wie gesagt, als Polizist loslegen.
hier dann auf ganz normal auf Story gehen, natürlich nicht online. Sollte auch nicht funktionieren, macht man auch nicht online mit irgendwelchen Mods. Ist unfair, das nennt man Cheaten, das macht man nicht. Also wenn sie Mods verwendet, dann bitte immer nur offline, niemals online. Außer es ist natürlich wie bei GTA 5M Server oder so. Natürlich kann man dann online, wenn es erlaubt ist, mit Mods spielen. Aber wie gesagt, nur auf solche Seiten, nicht im normalen Online-Modus von Red Dead 2 oder von GTA. So, jetzt sind wir im Spiel und ihr braucht jetzt eigentlich nur mehr zur Polizeistation zu laufen. Ah, da, auf der Karte, auf der Minimap unten wird es angezeigt, da im Norden oben wird die Sheriffstation angezeigt. Dort laufen wir jetzt hin und gehen quasi in den Dienst. Also wie ihr gesehen habt, wirklich keine Hexerei zum Installieren, einfach reinkopieren und fertig. So, dann da zum Tisch gehen, F gedrückt halten und schon sind wir im Dienst. Wenn ihr wollt, könnt ihr da noch eine Polizei. Tag, Grüße. Alles gut? Bist du ein Kollege oder? Ja, ein Kollege, alles klar, servus. Könnt ihr da dann eine Uniform auswählen? So, drehen wir den nochmal um. Mit der rechten Pfeiltaste gibt es dann verschiedene Charaktere und verschiedene Uniformen bei jedem Charakter. Ich nehme jetzt mal irgendeinen, den zum Beispiel. So, und das war's. Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Ihr seid jetzt der Polizist oder Sheriff in Red Dead Redemption. Und wie ihr da jetzt seht, der zum Beispiel, der hat dann gleich einen Einsatz für uns. Das sieht man an der Minimap unten beim Auge. Und dem wurde ein Pferd gestohlen. Den dann einfach anschauen mit der rechten Maustaste, auf Accept klicken und jetzt ist das Spiel gecrashed. Was aber nichts macht, das kann beim ersten Mal passieren. Keine Tragik, einfach rausgehen, das Spiel neu starten und nochmal versuchen. Ja, wie gesagt, ganz easy, alles ganz leicht, ohne viel Schnickschnack hin und her geht das. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, ein Abo wäre auch ganz nett und bis zum nächsten Mal.